Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel der Minispielserie. Wir spielen heute The Plan, ein Spiel von dem Entwicklerstudio, das auch Among the Sleep gemacht hat. Sehr, 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 sehr tolles Spiel ist das gewesen. Und das Spiel ist ein bisschen früher entstanden und ich dachte mir, wir gucken das uns heute mal gemeinsam an. Ich habe nämlich nur Gutes davon gehört. Das ist eine Fliege. So wie es aussieht. Ah, wir können fliegen. Wie funktioniert das? Können wir uns hier irgendwie... Ah, ich kann hochfliegen, sehr schön. Ich kann nach links fliegen. Ich kann auch ins Gras knallen. Ach, sehr gut. Hier ist ein Baum. Ah, ich kann auch die Richtung wechseln, guck mal. Kann ich auch hochfliegen so ein bisschen? Okay. Ja, jetzt ist ja aber ordentlich Wind. Ich glaube, ich darf nicht so hoch. Fliegen wir ein bisschen wieder runter, mal gucken, was hier noch so ist. Aber ich finde es ja mega unangenehm, dieses Bzzz, die ganze Zeit. Mal gucken, ich glaube, hier geht's weiter, oder? Okay, ich kann nicht aus dem Bildschirm hier raus. Flieg mal einfach immer weiter schön hoch. Vielleicht finden wir ja noch was. Ein Blatt. Oh, das Blatt drückt uns runter. Hört man die Hintergrundgeräusche? Jetzt sind sie wieder weg. Aber gerade ein bisschen Musik. Sehr schön. Fliegen wir nach links. Mal gucken, was es hier so gibt. Ein Spinnennetz. Nein, da dürfen wir nicht rein. Kein Spinnennetz. Ich glaube, das war weiter vorne, aber egal. Ich will nicht riskieren, hier in ein Spinnennetz reinzufliegen. Nachher bleiben wir noch hängen. Oh. Na, habe ich doch gerade gesagt. Oh, raus da. Lass mich los. Lass mich los. Oh, mit aller Kraft. Schnell weg, bevor die Spinne kommt. Oh, da wieder ein Blatt. Weg mit dem Blatt. Wind. Okay, ist interessant bis jetzt. Wir sind hier einigen Einflüssen ausgesetzt. Nein, Blatt. Na, geschafft. Da sieht man mal, was für Probleme so eine Fliege hat. Wenn das überhaupt eine Fliege ist, aber ich gehe mal davon aus, ne? Sieht sehr danach aus, eigentlich. Aber die Blätter hier. Mann, kommt die immer auf mich zu, oder was? Ich fliege einfach immer höher. Ich weiß nicht, ob das das Ziel der ganzen Sache hier ist, immer höher zu fliegen, weil so eine Fliege fliegt auch nicht immer höher, eigentlich. Die hört doch irgendwann mal auf. Aber solange es höher geht, können wir auch mal höher fliegen. Blatt. Was passiert jetzt? Wind. Oh, Wind und Blätter. Alles zusammen. Wir sind eine starke Fliege, wir haben es geschafft. Ui, jetzt kommt wieder ein Blatt. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Oh, jetzt haben wir so ein paar Tiere im Hintergrund. Auch sehr schön. Was ist das für ein Tier? Ein Vogel? Ah. Eieiei. Das hat uns ordentlich mitgenommen. Wir ein bisschen hier in die Bahn kommen. Mann. Oh, die Musik wird schön. Die Musik wird schön und die wird laut. Aber schön. Wir sind an den Baumspitzen angekommen. Guck mal hier. Und da kommt wieder Wind. Wir sind an den Baumspitzen angekommen. Das scheinen Nadelbäume zu sein. Sieht zumindest so aus, finde ich jetzt mal.
So. Wir wollen trotzdem noch hoch hinaus anscheinend. Immer höher, immer höher. Das Bild verdunkelt sich. Und wir sind bei den Sternen. Guck mal, der Sternenhimmel. Wir sind unrealistisch, aber egal. Was ist das jetzt? Im Hintergrund? Wow. Das ist echt gut gemacht. Ich weiß zwar noch nicht genau, was das sein soll. Anscheinend Wolken oder so. Wolken und Sterne. Und guck mal, unser Schatten da unten. Sehr interessant. Und sehr laut. Jetzt, oh, jetzt wird es aber richtig laut. Ich hoffe mal, dass es nicht zu laut für die Aufnahme ist. Aber ich glaub's. Die Sonne! Platsch. Ein Strich, dafür was schreiben. Ah. Und jetzt? Fertig, oder was? Return. Können wir was machen? Nee, das war's. Sehr schön. Interessant. Ich guck mal hier unten. Created by Krillbyte Studio. Das ist das Spielstudio, was wie gesagt auch Among the Sleep gemacht hat. Fand ich sehr interessant. Vor allem, weil auch die Sonne am Ende so aussah wie eine Lampe. Und die Fliege einfach an der Lampe gestorben ist. Wie das auch normal so üblich ist. Wenn die Lampe zu heiß wird, dann verbrennt die halt, ne? Kann die nicht mehr fliegen. Wow, sehr interessantes Spiel. Ist kostenlos, kann man sich mal angucken. Ja gut, wenn man es einmal gesehen hat, dann ist es auch gut eigentlich, aber ne, wenn ihr Lust habt, gibt's auf Steam. Kostenlos, wie gesagt. Ist ganz nett, ne?